Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den DMH-Adventskalender und so schaut er aus. Er besteht aus 24 Boxen und den möchte ich mit dir zusammen auspacken. Also wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was sich hier drin befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video wird es auch eine mega krasse Verlosung geben, denn Leute, ich habe gemerkt, dass ziemlich viele neue in meiner Welt dazugekommen sind. Neue Abonnenten, oh mein Gott, ihr seid so verrückt. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich gönne euch mal. Es wird noch eine große Ultra-Verlosung geben, ne? Aber jetzt für zwischendurch, sage ich mal, habe ich noch eine richtig coole Verlosung. Was du gewinnen kannst und was du dafür tun musst, das wirst du gleich alles im Video erfahren. Und ja, ich habe schon neben mir stehen und es passt auf jeden Fall jetzt gerade zum Thema. Und ja, ich bin sehr aufgeregt. So, danke Leute, ihr seid echt verrückt. Echt geil. So, ja, Adventskalender kann man bei DM online kaufen. Ich weiß nicht, ob es den auch im Laden gibt. Ich bin da immer, weiß ich nicht, ne, weil ich tatsächlich solche Produkte nur online kaufe, weil ich einfach berufsbedingt, ich arbeite Vollzeit, nicht in den DM einfach mal eben so reinkomme. Das ist immer etwas schwierig bei mir und deswegen, ja, bestelle ich mir sowas gerne online und setze mich dann nach der Arbeit gerne vor die Kamera und ich laber schon wieder so viel, ne? 24,95 müsste der gekostet haben. Du hast hier 24 Boxen drin. Ist jetzt quasi das Dupe oder wie auch immer, das Pendant zu dem Parfüm Dreams Hard, wenn es Kalender für 50 Euro. Da habe ich dir auch schon ein Video zu gedreht und ja, ich bin gespannt, was der hier kann. Also hier werden ja nur Drogerieprodukte drin sein. Das ist jetzt nicht spezialisiert nur auf Balea, sondern auf DM-Produkte. Und da bin ich gespannt, denn DM hat doch eine riesengroße Auswahl an Haarprodukten. Los geht's. Ja, so sieht er in einem Billigregal aus. Er ist ein bisschen wackelig, muss ich sagen, ne? Also von der Haptik her merkt man auch, dass dieses, ja, dass die Kartonage außenrum zu relativ fest ist, relativ locker ist und nicht so fest ist, wie man das sich so wünschen würde. Er ist sehr, sehr schwer, das heißt, er ist auch prall gefüllt. Und ja, ne? Schickes Design, altrosa mit grau, flasht mich nicht, ist aber okay. Die Nummer 1 verspricht glücklich bis in die Spitzen. Und das schauen wir doch mal. Oh ja, das macht mich glücklich. Das ist von Langhaarmädchen das Shampoo Intense Repair mit Kokosöl und Buriti-Öl. Reichhaltige Pflege und Anti-Frizz-Effekt. Das finde ich cool. Das sind 100 Milliliter, die da drin sind. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Kokos-Fan, aber Anti-Frizz, wie ihr seht, ich mit meinen langen Zotteln kann Anti-Frizz gut gebrauchen. Ich habe gestern Abend geduscht und dann Bommel gelassen und jetzt haben wir es 6 Uhr abends. Also, naja, also meine Haare sind sehr frizzig und fizzelig und hoffentlich ist da irgendwas drin, was meine Haare auch heute bändigen kann. Mal gucken. Ich rieche erstmal dran. Hält sich in Grenzen vom Kokosduft her. Definitiv, doch. Das werde ich gerne verwenden. Also ich stelle die Boxen auch immer wieder zurück in den Adventskalender, weil ich echt Schiss habe, dass er mir umfliegt. Hier haben wir die Nummer 2 in einem grauen Kästchen mit schönen Schneeflocken drauf. Oh, praktisch. Da hast du den passenden Conditioner dazu. Und das finde ich super. Ich verwende sehr, sehr gerne die Produkte so in Kombination. Das heißt, das Shampoo und den dazu passenden Conditioner. Und das finde ich super. Der dürfte genauso riechen. Ja. Ne? Das wird genauso riechen. Und ja, freut mich. Ist eine coole Marke. Finde ich sehr, sehr toll, dass das mit drin ist. Jeweils 100 Milliliter. Das passt auch ganz gut. Und ja, wird ausgetestet. Achso, was ich noch sagen wollte. Ich habe gestern einen Gutscheincode bekommen von Herr Doktor. Das passt jetzt halt auch gerade zum Thema. Den blende ich dir hier mal ein. Da kriegst du 20% auf das komplette Sortiment bei Herr Doktor in dem Herr Doktor Shop. Und ist auch alles unten in der Infobox verlinkt. Schau einfach mal vorbei. Ich persönlich verwende unheimlich gerne den Thermoconditioner. Ne? Keine Kooperation, sonst irgendwas, dass ich das sagen muss, sondern ich habe einfach einen Gutscheincode für euch. Die Nummer 3 ist nur für dich. Also die beiden Eröffnungsprodukte haben mir schon mal sehr gut gefallen. Dann gucke ich mal, was nur für mich sein soll. Ja gut, das ist gar nicht für mich. Okay. Batiste Trockenshampoo und Hydrate für normales oder trockenes Haar. 50 Milliliter. Ich verwende kein Trockenshampoo. Ich gehe einfach jeden Tag duschen. Das passt. Ich brauche kein Volumen in meinen Haaren haben, weil ich die entweder so offen glatt trage oder halt mir einen Bommel mache. Das reicht mir schon vollkommen aus. Das ist mir auch schon genug. Und ja, ne, Trockenshampoo wird bei mir einfach, verwende ich nicht.
In diesem Video kannst du übrigens ein Hairstyling-Tool gewinnen. Und zwar von Philips Create More Styles with Care. Also, ne, das ist dieses Produkt, was du hier gewinnen kannst. Das selbst bezahlt, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie eine Kooperation oder so. Ne? Möchte ich jemanden von euch mit glücklich machen? Und ja, was du dafür tun musst, sage ich dir gleich. Nummer 4. Messy Bun and Getting Stuff Done. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe sehr oft einfach mein Messy Bun oder auch Bommel. Ich nenne es ungern Messy. Okay, das ist auch so ein Produkt, was für mich mit meinen blonden Haaren eigentlich ganz cool ist. Volumenzauber von Ebelin für einen voluminösen Zupf. Das sieht aus wie ein Beautyblender, ist aber kein Beautyblender, denn der hat hier unten noch so einen Klettverschluss, sag ich mal. Also, den hatte ich tatsächlich auch letztens in einer Beautybox mit drin. Ich glaube, das war die Shapebox oder die... Nee, das war die InStyleBox, genau. Und ja, das ist einfach... Du bämmelst dir das hinten halt auf deinen Hinterkopf, so wie die Lady das hier halt so hat. Machst deine Haare dann so drüber und dann das untere Haar drunter und dann hast du einen voluminöseren Zopf. Praktisch für mich tatsächlich, weil das ist einfach mal für Blonde, ne? Das ist für mich sehr gut geeignet. Ich denke, dass ich das wirklich mal ausprobieren werde. Also den Pony Puffin hatte ich ja schon mal ausprobiert, hat bei mir gar nicht gut funktioniert, weil ich einfach sehr helle Haare habe und das war pink, ne? Und das war hart und man hat es immer gesehen und ich habe es gefühlt und ich fand es anstrengend. Und das hier kann ich mir aber durchaus vorstellen, auch wenn ich kein Fan von solchen Produkten bin, aber es ist einfach mal jetzt, ne, blond, ich muss es testen. So, die Nummer 5 haben wir hier, da haben wir eine Christbaumkugel vorne drauf. Die Nummer 5, ja, das ist der Tag vor Nikolaus. Und, huch, da kann man sich dann quasi für Nikolaus schön machen. Und zwar mit Balea Schönheitsgeheimnissen, beruhigende Haarmaske mit Hafermilch. Die habe ich tatsächlich auch schon mal verwendet. Die finde ich ganz okay. Fand ich, glaube ich, sogar richtig gut, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann gar nicht mehr reden. Okay, ich fand die, glaube ich, ganz gut. Musst du nur eine Minute einwirken lassen und dann hast du... gepflegte Haare, das finde ich ganz schön. Das ist ein praktisches Produkt. Dann wollen wir mal schauen, was wir zu Nikolaus bekommen. Deutscher Adventskalender, das heißt, die kennen auch Nikolaus. Mir wurde mal in die Kommentare geschrieben, dass die Amerikaner ja nicht so wirklich Nikolaus feiern. Da haben die auch vollkommen recht. Aber wir kennen doch Nikolaus. Oh, sehr schön. Das sind Invisibobbles und zwar 3 Stück. Das ist total klasse. Die sind so kupfermäßig und die haben auch wirklich noch so, so ein Schimmergedöns mit drin. Invisibobbles finde ich großartig. Das sind gute, qualitativ hochwertige Produkte, die ich ständig in meinen Haaren drin habe. Deswegen für mich ein Top-Produkt. Leave a little sparkle wherever you go in der Nummer 7. Also lass ein bisschen Sternenstaub, Glitzer oder was auch immer, wo auch immer du hergehst. Das versuche ich tatsächlich zu machen, ja. Ein bisschen, aber ich würde es nicht Glitzer nennen, ich würde es einfach mal Farbe nennen. Also, dass man halt so ein bisschen den Leuten auch ein Lächeln ins Gesicht gibt. Ne? Das finde ich immer ganz wichtig. Und das hier gibt mir ein Lächeln ins Gesicht. Renewing and Argan Oil Morocco Shampoo. Das finde ich super. Arganöl ist super für die Haare und das ist ein Shampoo dazu. Das ist ja super. Oh, geil. Ja, und das riecht wirklich angenehm. Das riecht wirklich angenehm wie Ogyx oder so heißt, glaube ich, die Firma. Finde ich gut. Hoffentlich gibt es auch noch die Spülung zu. Das hier sind ganze 88,7 Milliliter. Geile Größe, oder? Ja, aber ich habe es schon so oft in den Händen gehalten und mir immer wieder gedacht, kaufe ich es mir nicht. Und jetzt habe ich es hier. Es soll Schein geben, die Haare softer machen und einfach ein seidiges Finish geben. Ja, in der Nummer 8 oder mit der Nummer 8 wird man animiert, seine Träume zu leben. Live your dreams. Das ist so wichtig. Wenn man nicht glücklich in dem ist, was man macht, dann ist es nicht gut. Dann muss man was anderes machen. So, ja, hier haben wir den passenden Conditioner dazu. Auch wieder in dieser witzigen 88,7 Milliliter Größe. Finde ich herrlich. Aber ich glaube, das hat auch irgendwas mit diesen Unzen zu tun. Das ist hier 3 USFL Unzen. Ots sind, glaube ich, Unzen, ne? Und deswegen, das ist ja auch keine deutsche Marke. Oh, das riecht sogar noch ein bisschen besser. Geil. Muss ich unbedingt ausprobieren. Oh, da freue ich mich drauf. Cool. Oh ja, den Spruch auf der Nummer 9, den kenne ich. Live, love, love. Lebe, lache, liebe. Genau. Und das habe ich tatsächlich auch bei uns im Haus, im Wohnzimmer stehen, weil es einfach so wichtig ist, einfach das Leben zu genießen, zu lachen und ja, zu lieben.
Haarspray Volumeneffekt von Balea für feines Haar. Das wäre perfekt für mich, wenn ich Haarspray verwenden würde, was ich nicht tue. Ja, aber klar, dass Styling-Produkte drin sind, ist mir klar. Bislang gefällt mir der Adventskalender besser als der von Parfüm Dreams, obwohl der von Parfüm Dreams hochwertiger von den Marken her war, ist der hier praktischer. Also ich kann bislang fast alles verwenden, außer halt so Hairstyling-Produkte. Das ist nicht so schlimm. Manchmal so Karneval benutzt man sowas und dann ist es ganz cool, wenn du auch eine etwas kleinere Flasche hast, finde ich. Ne? Jo, das muss ich mal gesagt haben. Wenn du eine Peach... Nein. Wenn du eine Pechsträhne hast, färbe sie pink. Das finde ich cool, der Spruch in der Nummer 10. Färbe sie pink, das finde ich großartig. Was haben wir hier drin? Oh, von Unique. Eau de Parfum, das ist ein Haarparfüm. Sweet Vanilla von Diana zur Löwen. Cool, das ist eine YouTuberin. Ein Haarparfüm Shiny Hair mit Seidenprotein. Das ist toll. Das hatte ich auch schon mal gesehen, dass sie sowas quasi ja, vertreibt. Ne? Und das wollte ich mir auch schon mal holen. Jetzt habe ich es, das ist so cool. Hier ist so ein Ding, was man rüber drücken muss. Ne? Also diesen Pinöppel, den musst du dann bei On reindrücken. So, und dann sprühe ich mir das mal in die Länge, weil wenn das ja nicht nur Parfüm, sondern auch... Nee, das riecht nach Seidenkram, oder? Shiny Hair mit Seidenprotein. Nö, dann soll das auch die Haare zum Scheinen bringen. Massiere ich mir jetzt mal in die Länge ein. Ja, es macht auf jeden Fall den Frizz weg. Also da sieht man auf jeden Fall schon mal den Unterschied. Und es glänzt voll schön. Wow! Das finde ich cool jetzt. Das finde ich richtig cool. Ich meine, ne, wenn man es nass macht, dann hast du sowieso so ein bisschen, dass es dann auch mehr Struktur hat. Aber so finde ich das jetzt sehr seidig glänzend. Man sieht voll den Unterschied in der Kamera. Und wenn ich dann noch einmal kurz durchbürste, mit meiner Parserbürste, die dann auch noch zusätzlich Schein geben soll, dann hast du es 1A, ne? Krass. Ja, das gefällt mir. Und das riecht voll gut. Also jetzt auch meine Haare, ne, die riechen voll toll. Schön, angenehm, orientalisch hat das auch. So einen ganz leichten orientalischen Duft. Wer schön sein will, muss lachen. Wie wahr ist bitte dieser Spruch in der Nummer 11, oder? Ich finde, wenn du allein schon so, wenn du lächelst, wenn du von innen heraus strahlst, also wenn du eine gewisse Zufriedenheit und ein gewisses Glück ausstrahlst, dann finden dich die Menschen sowieso attraktiver und ja, haben dich lieber bei sich. Ist so. Okay, was haben wir hier? Das sind so Haartools von Ebelin. Ich glaube, das sind so Haargummis, wo das dann so aussehen muss, als hättest du quasi dann auch noch so einen Knoten drum zugemacht. Ja, wäre jetzt für mich ein bisschen zu... Weiß ich nicht. Ich hätte Angst, dass meine Haare sich halt allzu sehr darin verfangen, weil ich halt sehr, sehr feine Haare habe, ne? Das wird mir persönlich dann nicht so viel Freude bereiten. Aber ich muss es nochmal austesten. Du, also, ne, ganz ehrlich, ich bin kein Frisurenmensch und ich teste mich einfach mal daran aus. Apropos kein Frisurenmensch, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, schreib mir doch einfach mal deine Frisur in die Kommentare. So sieht's aus. Hier haben wir die Nummer 12. Enjoy the little things. Das stimmt. Genieße die kleinen Dinge. Hebe dich selbst an den kleinen Dingen hoch und dann wird es dir noch besser gehen. Ich habe keine Ahnung. Con Balea Schönheitsgeheimnisse. Reichhaltiges Shampoo mit Aloe Vera für normales Haar. Da sind 50 ml drin. Oh Mann, ich muss immer bei Aloe Vera an Vanessa denken. Es tut mir leid. Mrs. Rosa Roth heißt sie. Ich muss immer an sie denken, weil sie immer sagt, dass sie Aloe Vera so gerne hat. Und immer, wenn ich irgendwas mit Aloe Vera sehe, dann denke ich direkt an diese wunderschöne Frau mit ihren geilen, lockigen Haaren. Das ist echt. Guck bei ihr vorbei, sie ist cool. Ja, es riecht nach Aloe Vera, ne? Das ist schon ganz cool und ich denke, dass es einfach pflegen wird. Und ja, reichhaltiges Shampoo, das kann ich auch immer gut gebrauchen. Gott sei Dank nicht so viel für koloriertes Haar. Ich sag's immer wieder. War das jetzt schon? Das war die Halbzeit. Mein Resümee zur Halbzeit läuft doch ganz gut, oder? Glückssträhnchen für jeden in der Nummer 13. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt auf die 24,95 vom Wert her kommen. Ich denke, die Tools werden ziemlich viel ausmachen. Aber ich finde dieses Abwechslungsreiche und keine Ahnung, dass du so viele verschiedene Marken auch drin hast. Ich finde es irgendwie cool. Okay, hier haben wir die passende Spülung zu dem Shampoo von eben. Das ist toll. Das gefällt mir. Übrigens finde ich es auch geil, dass du diese Kleingrößen hast, aber mit einem aufklappbaren Deckel. Ich finde es immer ganz, ganz nervig, wenn du den so abschrauben musst. Ich verliere sowas immer in der Dusche und dann nervt mich das. Ja, riecht auch wieder schön nach Aloe Vera. Eine Sternschnuppe in der Nummer 14 oder vielmehr auf der Nummer 14.
Okay, ja, ganz klassisch. Swiss Opal, Arganöl, Haarkur, Einwirkzeit 2 Minuten. Bei diesen Dingern frage ich mich immer, wie zur Hölle soll ich das unter der Dusche aufkriegen? Und es ist ja nicht nur eine Anwendung hier drin, ne? Im Prinzip sind es 2. Das heißt, ich mache das meistens bei diesen Dingern so. Ich fülle mir das um. Dann habe ich direkt unter der Dusche so ein Pöttchen, wo ich was rausnehmen kann und es drauf machen kann. Weil unter der Dusche hat man selten eine Schere dabei, ne? Beloved, sei geliebt mit der Nummer oder von der Nummer 15. Spannend ist das hier. Es ist echt abwechslungsreich. Oh, cool. Ein Haaröl von Langer Mädchen. Intense Repair mit Kokosöl und Burritoöl. Seidiger Glanz Anti-Frizz-Effekt. Ja, das ist großartig. Ich habe jetzt aktuell ein Nagelöl, wollte ich schon sagen. Ein Haaröl offen, deswegen lasse ich das erstmal zu. Aber das sind 20 Milliliter und das ist gar nicht mal so günstig. Also finde ich super klasse. Toll, dass es mit drin ist. Echt. Finde ich voll schön. Ich kenne auch noch ein paar andere Langhaar-Mädchen, die ich vielleicht mit diesem Adventskalender oder mit einigen Inhalten sehr glücklich machen könnte. Ui, wie groß ist denn bitte die Nummer 16? Wow. Fröhliche Weihnachten wünscht dir dein DM. Danke, lieber DM. Weihnachten im Oktober. Kann man haben, ne? So. Oh la la. Ein Haarband. Oh, das ist schick. Das gefällt mir. Das ist so Roségold, bisschen schimmernd. Und ich muss noch lernen, mit solchen Teilen umzugehen, aber das hier ist größenverstellbar. Das finde ich auch sehr praktisch. Und das kann man sich dann halt so in die Haare machen. So. Und dann hat man das entweder hier vorne so, oder man macht es und dann kann man die Haare so reinwruscheln. Das sieht auch immer ziemlich cool aus. Aber ich glaube, dafür sind meine Haare ein bisschen zu lang. Möchte ich austesten. Ich habe bei sowas immer das Problem, dass sich das halt bei mir so abstempelt, ne? Dass sich das so richtig in die Haut eindrückt. Da das hier aber größenverstellbar ist, finde ich das super für meine Riesenrübe. Denn da kann ich das schön weit stellen und dann habe ich nicht die Probleme, dass es mir da Aua macht. Voll geil. Richtig cool. 17. Be your own kind of beautiful. Sei auf deine eigene Art und Weise schön. Das stimmt. Ich sag's so oft zu diesen Sprüchen, dass es stimmt, aber es stimmt wirklich. So, Balea Wonderful Repair Express Kur. Soforthilfe bei stark geschädigtem Haar für fühlbare Geschmeidigkeit, für trockenes und brüchiges Haar. Pflegeformel mit Keratin und Mikroproteinen. Ja, das kommt mir sehr gelegen. Sowas kann ich grundsätzlich sehr gut gebrauchen, tatsächlich. Ja. Ich benutze 2-mal die Woche eine Haarkur oder eine Haarmaske und manchmal lasse ich das tatsächlich auch mehrere Stunden einwirken. Das heißt, ich mache mir das ins trockene Haar und renne damit einfach bommelt, ne, und dann damit durch die Gegend rennen und dann abends auswaschen. Voll gut. Ja, gefällt mir. Und das kriegst du vor allem auch mal unter der Dusche auf. Und du kannst es sogar zuschrauben, weil das hat ja noch so einen Deckel mit dabei, ne? Ah, super. Oh, happy day. Das ist von Invisibobbles. Spiral Hair Rings meets Scrunchie. Also, ich muss ehrlich sagen, diese Scrunchie-Haargummis mag ich gar nicht. Aber ich kenne jemanden, der sie liebt. Und das ist quasi so ein Scrunchie-Haargummi. Und da drin ist quasi ein Invisibobble. Und meine Mama mag die sehr gerne. Das heißt, ich denke, dass ich meiner Mama das in den Adventskalender geben werde. Wird die sich freuen. Shine Like a Diamond mit der Nummer 19. Ui, geil! Auch das hatte ich mir mal holen wollen. Maui Moisture Revive and Hydrate Shea Butter Shampoo. Mega geil. For Dry Damaged Hair. 100 Milliliter. Alto Belly. Meine Güte, diesen Adventskalender liebe ich. Ich finde den richtig klasse, weil du da überhaupt nicht diese ganzen Geschichten für koloriertes Haar und so weiter drin hast, sondern für ganz pups normale Haare. Danke. Auch das wieder zum Hochklappen. Auch das ist mir ein Fest. Oh. Oh mein Gott, das riecht voll gut. Diese Shea Butter riechst du gut raus. Das ist toll. Made with Aloe, 100% Juice as First Ingredient. Okay, als erste Zutat von diesem Produkt hast du 100% Aloe-Saft. Okay, dann ist da auch wohl noch Kokos drin, aber das riechst du nicht so sehr. Shea Butter ist da mit drin. Voll geil. Voll geil. Unser Feuermelder geht los. Ich muss mal kurz dahin gehen. Alles gut, mein Freund hat nur eben kurz die Batterien gewechselt. Merry Xmas mit der Nummer 20. Fröhliche Weihnachten. Sehr gut. Das ist von Maui Moisture dazu passende Conditioner. Perfekt. Auch wieder 100 Milliliter drin. Geil. Das riecht wirklich toll. Das gefällt mir. Und es ist pink. Mir geht's glänzend mit der Nummer 21. Das ist von Langhaar-Mädchen.
DM liebt Langhaarmädchen, es steht extra drauf. Ein Haarpuder für Powergrip, extra lange Halt, ohne Rückstände. Sowas brauche ich nicht, sowas benutze ich nicht, weil ich keine Griffigkeit oder kein Volumen in meine Haare reinbringen will. Aber es gibt genug Leute, die sich darüber freuen. Das ist okay. 10 Gramm sind da drin. Life isn't perfect, but your hair can be. Das Leben ist nicht perfekt, aber dein Haar kann es sein. Mit der Nummer 22 vielleicht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, das sind halt so von Ebeline, so klassische Klemmerchen, ne? Solche, wie heißen die nochmal? Haarnadeln quasi, ne? Und die hast du in Silber, in Gold und in Roségold. Ist das ganz hübsch, ne? Die haben auch so eine Form mit drin. Die kann man sich auch dekorativ theoretisch einfach so in die Haare reinmachen. Ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich verwende sowas aber nicht. Wenn bei mir eine Strähne rausfliegt, dann fliegt halt eine Strähne raus. Denn ich möchte nicht unbedingt perfektes Haar haben. Das brauche ich nicht, das habe ich nicht. Und das werde ich auch nie haben, weil sie einfach dafür viel zu lang, zu zottelig sind. 1000 schön mit der Nummer 23. 1000 schön? Okay. Oh ja, oh ja, das ist von Unique Eau de Parfum Glow Hair Glitters, Denise Loves It, ich kenne Denise nicht, Perfumed Hair Glitter Spray, geil, Shiny Hair and Glitters, also das macht dir so einen Glitzer in die Haare rein, cool, Fruity Fragrance, also das soll dann quasi nach Frucht riechen und da sind 50 ml drin und Leute, das ist echt mit so einem Schimmer drin, ne? Da sieht man richtig die Schimmerpigmente. Voll geil. Das kommt jetzt auf die andere Seite. So, erstmal auf On. Bam. Wir haben es ja gelernt, wie es geht. Dann sprühe ich hier mal in die Luft. Finde ich übrigens voll witzig, dass man das so zusammen, ne? Macht. Finde ich voll gut. Okay. Ja, das riecht wirklich fruchtig. Ui, das riecht, als hätte ich jetzt gerade echt so ein Fruchtcocktail in meine Haare gemacht. So, dann kämme ich die auch einmal durch, weil man muss es ja vergleichbar haben. So, also es gibt auf jeden Fall eine Pflegewirkung, ne? Das sieht schon ganz nice aus. Und die glänzen auch mehr, doch. Jo, ne? Weil das Licht jetzt, genau, so kann ich jetzt besser ins Licht. Dann, weil so hast du es ein bisschen dunkel, da kommt der Schatten drauf. Finde ich ganz nett, doch. Und es fühlt sich gut an. Es riecht halt sehr, sehr fruchtig. Also da muss man, das muss man mögen, ne? Ansonsten wäre es wahrscheinlich ein bisschen viel. Vom Duft und von der Pflege her finde ich aber dieses Silky schöner, muss ich gestehen. Ja, was ist jetzt in der 24 drin, ne? Keine Ahnung. Live Your Dreams steht hier auch nochmal drauf. Lebe deine Träume. Sehr wichtig. Ja, ja. Oh, praktisch. Von Ebeline. Och, was schön. So ein, Haarentwirrer oder auch Tangle-Teaser-Nachmache quasi, ne? Ja, solche finde ich ganz schön. Ich habe jetzt aktuell hier die Bürste von Parsa im Einsatz und den Original-Tangle-Teaser tatsächlich. Schön finde ich das Design, also du hast hier richtig so Tropfen-Optik drauf und das ist auch wirklich, fühlt sich auch so an. Das heißt, du kriegst es nicht so schnell, dass du da Fingerabdrücke drauf hast. Das finde ich sehr praktisch. Roségold ist auch sehr hübsch, mag ich gerne leiden. Es ist die sehr kleine Größe, also wirklich für die Handtasche gut geeignet und ja, eine würdige Nummer 24, würde ich sagen, oder? Oh ja, jetzt wo ich den kompletten Adventskalender ausgepackt habe, denke ich schon, dass wir an den Wert gekommen sind und dass wir ihn auch deutlich übersteigen werden. Ich blende dir auch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Doch, ich denke schon, dass wir da, ne? Mindestens 25 Euro. Ach, da sind wir bestimmt doppelt drüber. Also das kann ich mir gut vorstellen. Durch die ganzen Haarstyling-Produkte. Also jetzt nicht unbedingt durch die Haarshampoos und Spülung und so weiter, aber durch die Styling-Produkte, ne? Da kommst du dann schnell auf den Wert, weil die gar nicht so billig dann sind. Ja, ansonsten, es hat mir voll gut gefallen. Doch, ich werde so viele Produkte aus dem Kalender benutzen wollen. Da freue ich mich drauf. Der Kalender wird auf jeden Fall wiederverwendet, denn ich liebe Boxenkalender. Also, wenn ihr einen kompletten Haarkalender haben wollt oder verschenken wollt, kann ich euch den von DM deutlich mehr empfehlen als den von Parfumed Dreams, würde ich mal so sagen. Es sei denn, der Beschenkte oder die Beschenkte oder du hast oder habt oder hat koloriertes Haar, dann eher der Parfumed Dreams Adventskalender. Oh, meine Güte, was ein Wort. Genau, ja, musst du aber selber entscheiden. Kannst dir auch das Video nochmal gerne von mir dazu anschauen. Ja. Ich finde den cooler, weil ich keine blondierten Haare habe, sondern Natur. Aber gut, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!